Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei der Feuerroten Edition mit Goro GG Randomizer Pro Gamer Shit. Ich hatte den Mauszeiger ja noch drin im Bild, aber nein. Alles klar, richtig schlecht. Richtig schlecht. Schaut trotzdem mit bei Goro. Fisk ist übrigens sehr vorbildlich, Goro. Er guckt das Projekt gerade auch und hat ein schönes Bild geschickt, wo man auf beiden Monitoren auf dem einen Vollbild meins sieht und auf dem anderen deins. Wo hast du das Bild denn gesehen? Nein, ich hab's noch nicht gesehen, aber er hat gesagt, dass er das gemacht hat und er wollte es eigentlich bei Twitter schicken. Nice. Sehr vorbildlich. Aber er hat es noch nicht gemacht. Grüße gehen Falls du es jetzt immer noch nicht gemacht hast, dann mach's doch jetzt nochmal Fisk. Nach mach's doch drei jetzt. Wochen oder wie lange du brauchst, bis du hier bist. Er war, glaube ich, bei Folge 9 oder so, meinst du? Ist aber auch witzig. So, ja. Leute, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir jetzt ins Rocket HQ gehen erstmal. Safronia City oder so heißt die Stadt, ne? Ja, die in der Mitte. Ich habe ja meinen Pokémon so ein paar Attacken beigebracht. Ja, Grants hat ja jetzt Hyperstrahl überall. Nicht überall, nur bei Ost, glaube ich. Jetzt liegt meine Katze auf meinem Computer. James, was machst du denn? Ich will heute nicht, dass Goro aufnimmt. Nö, heute ist kein Aufnahmetag. Ja, jetzt ist Schicht im Schacht. Hast du ihn jetzt rausgeschmissen? Ja. Warum, Mann? Okay, wie auch immer ich das gerade geschafft habe, ich habe diesen Computerbildschirm hier von der anderen Seite gelesen. Ich bin gerade schon im Rocket HQ unten drin. Wo müssen wir denn... Beziehungsweise, das ist ja das Silph-Scope-Gebäude eigentlich. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen gespeedet. Ich glaube, das sollte man nur erkennen eigentlich. Ich bin schon mal erste Etage Silph-Scope. Okay, ich bin jetzt auch drin. Das war, weil ich eben noch trainiert habe. Hey, Bulk, was machst du hier? Rede mit dir, Goro. Sollten wir nicht erst die Kampfarena machen? Ich verstehe dich gerade nicht. Ach so, ich dachte, das ist Silph Scope. Aber du hast doch gesagt, wir kriegen ein cooles neues Pokémon. Ah ja, stimmt. Okay, dann mache ich den einen Knecht hier. Ist das der Knecht unten, oder was? Lol, der hat 5 Pokémon. Oh, ich glaube, wir sollten aber wirklich erst hier machen, Goro, weil die haben nur Level 25. Was hat er denn als erstes? Golbert. Na gut, dann. Ja, gut. Aber... Sonst kriegen wir hier nachher echt fast keine EP mehr. Aber wir kriegen halt ein cooles neues Pokémon. Goro ist schon ein bisschen heiß auf ein neues Pokémon. Wobei, mein Team ist ja komplett, also, ne? Alles komplett. Kennst du das? Alles ist komplett. Im Übrigen haben so, wir jetzt... Ach ja, ich habe ja ein paar neue Attacken beigebracht. Body Slam. Das ist, Wolfgang pass auf ist. Der hat einen Reifen verloren. Genau, Wolfgang hat ja den Reifen verloren. Oh, nicht schon wieder Superschall und so eine Kacke. Golbert war One-Hit. Ja, du hast auch ein Elektroviech. Schon. Ich bin mir zu fein, die Elektroattacke an Buffy beizubringen. Und alle Leute schon in den Kommentaren sagen, bring's bei, du Opfer. Ja, dass du ein Opfer bist, das müssen die dir eigentlich in den Kommentaren nicht sagen. Nee, das schreiben sie eh in jedem Kommentar. Achso. Mach ich ja auch, wenn ich bei dir kommentiere. Also nie. Haha! Nie ist jetzt auch eine falsche Aussage. Unter Vlogs schreibe ich ganz gern mal Hi. Ja, aber die kommen ja nur einmal im Jahr. Da schreibe ich ganz gerne mal. Hallo, ich mache auch YouTube. Schau mal bei mir vorbei. Hi, ich mache auch Vlogs. Super. Übrigens, wenn ihr diese Folge seht, Leute, dann hat Goro sein 5000er Abo-Special wieder runtergenommen und lädt es nochmal neu hoch, weil er keine 5000 mehr hat. Ja, traurig. Zum Glück habe ich keinen 37.000 Abo-Special gemacht. Zum Glück. Sonst hättest du es jetzt auch offline nehmen müssen. Ja. Oh, ich kriege dir gerade echt ein bisschen Schiss. Was denn? Radikal. Vor allem, wieso hat der nur Zubat? Nee, hat Radikal auch noch. Am Ende so, Golbert, Zubat, 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 Radikal. Alles klar. Nicht Hyperzahl oder so. Ich glaube, der ist sogar jetzt One-Hit, weil ich Durchbruch bin. Du hast einen Durchbruch ja im Kopf. Ja, ich hab einen Durchbruch richtig heftig. Wenn das ein Zubat ist, dann, jawoll. Yo, Radikal, One-Hit. Kein Volltreffer, kein Volltreffer, okay. Aber ich finde, in der Edition ist es auch so ein bisschen komisch, dass man so viel machen kann, ne? Du kannst schon bis zur Safari-Zone runter. Was soll das denn? Das ist halt doof, dass du zwei Arenen machen kannst. Aber das gibt's später in den Spielen auch irgendwann. Da kannst du auch zwei Wege gehen. Hey, Sean, unsere entwickelt Challenge sich. Doof. Achso. Oh. Halt, Sean, jetzt zu wem? Ampharos. Was, jetzt schon? Level 30. LOL. Hab ich aber auch nicht mit gerechnet. Lass mal aufschreiben. Donnerschlag. Jo, das lerne ich doch gleich mal, ne? Würde ich nicht machen.
Heuler kann ich wohl vergessen, wa? Wenn du verlieren willst. Wenn du verlieren willst. Ich bin gerade am überlegen, Ampharos, ist das nicht sogar fast cooler als Pikachu? Als Pikachu würde ich sagen, ja, aber als Raichu weiß ich nicht. Hm. Raichu ist halt mega schnell, Ampharos ist leider mega langsam. Das ist immer schade, weil Elektro-Pokémon... Ja. Aber hat Spezialangriff 82 schon. Aber in dieser Edition gibt's doch noch nicht so diese Aufteilung, oder? Stimmt. Aber warum gibt's die Werte dann? Achso, warte mal, nee, wie ist denn das jetzt hier? Ich glaube, hier war jeder Typ ein bestimmter, entweder speziell oder... Also, Elektro-Attacken waren zum Beispiel immer speziell oder immer normal. Jetzt müsste man nur wissen, was das jetzt war. Achso, ja, ja, ja. Ich hätte gerade fast wieder gespeedet, ey. Was ist denn los? Weil du den ganzen Tag hier schon trainierst. Goro hat sich richtig gut vorbereitet auf den heutigen Tag. Sind die Drogen, ey, ich sag dir das. Muss man ein bisschen besser werden im Drogen konsumieren. Ich war gerade heilen. Wir machen erst das Rocket HQ dann, oder was? Ja, ja, würde ich sagen. Die haben ja alle so ein Low-Level hier. Bestimmt hast du auch wieder Wechsel an, anstatt Folge und so. Ja, mich immer. Dachte, darauf haben wir uns jetzt geeinigt. Die Challenge zu krass leichter war. Machen. Ob die Challenge zu krass war? Nächste Challenge steht schon in Löchern. Also keine Challenge. Also hast du gerade Loch gesagt, oder? Ja. Mach mich ja immer so ein bisschen. Auch schon wieder zu Supert. Was mache ich denn gegen Tragosso? Ein Surfer. Habe ich nicht. Siehst du, Pikachu könnte es lernen. Kann er wirklich? Aber nur, wenn du ihn auf dein Nintendo 64 überträgst. Entwickelt konnte der Fliegen und Surfer lernen. Was? Pikachu? Ja. Fliegen und Surfer? Ja. Der ist dann so ein Zerschneider. Der ist, weiß ich nicht, Zerschneider, aber der ist an Luftballons dann einfach geflogen. Wow. Oh, hier ist noch ein Wissenschaftler, Leute. Ding, ding. Hau ab! Du hast keinen Zutritt, sagt er einfach. Ich mach mal Donnerschlag. Oh nein, nicht so eine Magnetilo-Kacke. Der ist doch wieder. Warte mal, der ist doch immun gegen Boden wegen Schwebe, oder nee. War das wieder mein Denkfehler bestimmt? Nee. Ah, alles klar. So denke ich das denn immer? Ich meine, weil du blöd bist oder so? Okay, das kann sein. Das ist eine gute Erklärung. Ist das der komische Kerl mit den Brillen hier? Naja, ja. Und der Magnetilo? Magnetilo am Start. Und dann Voltoball. Oh, bitte explodiert der nicht. Der ist schon Level 28, die können bestimmt schon explodieren, oder? Explodieren können die, glaube ich, schon immer. Ich hoffe, der explodiert bei dir und tötet wen. Und ja niemanden. Er macht Finale! Ich habe zum Glück auf Ost gewechselt. Er hat's überlebt. Ey, der andere wäre down gegangen, sowas von. Ich habe extra auf Hariyama gewechselt, weil er so ein dicker Tank ist. Er macht Finale. Mal gucken, was er bei dir jetzt macht. Gar nichts, den tank ich weg. Den tankst du nicht weg. Du hast gar keinen Tank, oder? Nö, Giflor. Ja, okay, stimmt. Voltoball. Du sagst, er macht Finale. Also bei mir hat er Finale gemacht. Dann gucken wir mal, ob Kindwurm stirbt oder nicht. Also hier die Weiterentwicklung. Okay, ich teleporte mich dann durch den Teleporter, der hinter ihm steht. Oh, das macht kaum Schaden. Und bin beim nächsten Wissenschaftler gelandet. Na, ich warte es ab. Du bereitest uns nichts als Ärger, Goro. Ich weiß. Ich habe übrigens extra mein Handy heute woanders hingetan. Ach Mensch. Oh, der Forscher Patrick. Das war, doch viel witziger, als dein Handy noch neben dir lag. Oh, scheiß Gefühl. Heilen oder nicht heilen, ist jetzt die Frage. Ich hab's einfach mal nicht riskiert. Haha, Slimer, du bist schlecht. Finale. Oh, jetzt wird's spannend. Ich hab Goro gewonnen. Oh, es hat 19 Schaden gemacht, ein Giflor. Ja, okay, Giflor ist halt auch ein Tank.
Giflo steckt das weg. Das heißt, ein Finale hat gerade weniger Schaden gemacht, als wenn er einfach Superschall gemacht hätte. Ultraschall hätte mehr Schaden gemacht als Finale. Ach so, Ultraschall, genau. Stimmt, Superschall verwehrt, ne? Ja. Oh nein, der hat jetzt einen Elektroball, das kann noch mehr wehtun. Ich tausche wieder auf Ariane. Ja, Ultraschall macht 20 Schaden, Finale 19. Ich hab trotzdem immer Angst vor Finale und so. Oh, er macht Ultraschall. Ja, der war mir auch, bis dass er kurz vor tot war und dann. Ich glaube, ich muss gleich wieder heilen. Ich glaube, ich muss aber dann danach auch heilen, leider. Ach komm! Wenn er jetzt explodiert, könnte ich Probleme haben. Und einen Sprung. Oh, paralysiert! Das Ding ist halt nicht. Finale, als echter Trainer machst du ja nie Finale. Ja, das stimmt. Oder? Eigentlich nicht. Ich meine, warum solltest du dein Pokémon killen? Weil du es hast. Ja, aber was hast du davon? Du kriegst ja nicht mal EP. Oh nice, Knirscher, das ist super. Ja, das ist halt das Dumme, dass du noch nicht mal eine EP dann kriegst. Aber vielleicht einfach, um den anderen dann halt auch abzufacken, dass es unentschieden ist, sozusagen. Aber das ist ja ein NPC, der lässt sich ja nicht abfacken. Ja gut, das stimmt. Das merkt er doch gar nicht. Yay, Knirscher erlernt mit dem Boden-Pokémon. Soll man eine vernünftige Bodenattacke lernen? Also ein Knackleon oder was war das? Wieso habe ich dem eigentlich nicht auch Schaufel beigebracht? Wie entwickelt er sich denn? Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist richtig spät. 30? Nee, der ist schon 33. 35? Gar nicht? 35 könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ewigstein? Ist aber schon spät. Aber das ist, weil das halt, ist das nicht eins, der angeblich fast super krass hätte legendäres Pokémon sein müssen? So echt? Wie Brutalanta? Ja, Brutalanta ist echt heftig, ja, und Despotar und so, ne? Genau. War da nicht irgendwas mit, die haben eine Wertung wie ein legendäres oder so? Dragoran ja auch. Ja. Wer auch eine richtig krasse Wertung hat, ist Akani. Akani? Mhm. Ich dachte Gokobai. Und das ist richtig unfair, weil Vulpix halt richtig kacke ist. Oder Vulnona. Vulnona? Weil in der Serie, hast du diese Pokémon-Serie früher verfolgt? Ja. Da war Arcania auf so einem Stein, wo die Legendären aufgezeichnet waren. Da waren halt auch Zapdos, Lavados, Arctos und Arcani war da drauf zu sehen. Stimmt. Kann ich mich, glaube ich, auch dran erinnern. Oder ich habe das irgendwann mal gesehen. Und das war voll strange eigentlich, weil der ist ja überhaupt nicht legendär. Aber der so ist halt so stark, dass er hätte legendär sein können. Ja. Alter, mein halbes Team kennt Schaufly. Elektroball? Ja, bring it, ne? Hier, den Sandwirbel, den brauche ich doch nicht, Leute. Sandgrab macht halt nur 15 Schaden, das ist halt lächerlich. Heißt es nicht Felsgrab? Nee, ich glaube, das war doch die Sandgrab. Attacke, die wir von Rocco gekriegt haben. Achso, nee, das hat, der Typ hier konnte das schon. Achso, der Typ hier. Ich weiß nicht, wie der heißt. Knackleon. Der komische Typ konnte das. War eben heilen schnell. Ich auch ihn. Jetzt habe ich Patrick fertig gemacht. Hey! Was habe ich dir getan? Mit CK. Ich war auch mit CK. Ich weiß. Deswegen habe ich es letztes Mal falsch geschrieben, aber soll das mir nicht glauben. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Berüchtigt, alles klar. Da bin ich auch gerade. Sollen wir danach, Smogmog hat er. Drei Pokémon. Alter, Smogmog. Aber die schweben, ne? Das war's doch jetzt, ne? Smogmog dann mach ich Knirscher. Oh, nicht Schlammbad, ey. Und er ist vergiftet. Nein, warum? Smog. Ich hoffe, ich hab noch Gegengifte. Dann ist meins auf jeden Fall vergiftet. Smogmog schreckt zurück. Schlammbart. Smogmog, der alte Schisser, ey. Finale, nicht schon wieder! Oh! Oha! 75 Schaden, Alter. Er hat fast Nidoqueen gekillt.
Das wäre Story of the Day gewesen, ne? Oh ja, wenn Nidoqueen down wäre, da hätte ich geweint. Die Buffy darf nicht sterben. Gegen wen? Oh mein Gott. Gegen Kindwurm, hat noch 5 Leben. Alter, das ist so heftig. Das war das Smogon danach, nicht das Smogmog. Nein, der kann auch noch explodieren. Die können alle explodieren. Ich heile mein Pokémon schon mal hoch, Alter. Zum Schluss kommt ein Golbat, das kann nicht explodieren. Ja, das, er hat bei mir das Golbat zuerst eingesetzt. Achso, oh mein Gott. Okay, erstes Heil-Item geht jetzt down, raus für Buffy. Oh, doch nicht Konfusstrahl. Ich darf mich nicht selber schlagen. Hab ich auch gerade. Schauen, dass wir wild. Aber setzt natürlich einen Donnerschlag ein, ist ja ein gutes Problem. Komm schon, Buffy. So, ich bin fertig. Buffy hat sich selbst gehauen. Du haust dich doch auch selbst. Warum haust du dich eigentlich selbst? 69 hatte ich noch. HP. Wisst ihr, was in die Kommentare schreiben müsst? Body Slam geht durch, Leute. Renne ich jetzt nochmal zurück, jo, ne? Ja, also ich heile dann auch gleich in der Kann ich ja jetzt schon mal machen, wenn Grand Slam immer noch kämpft. Okay, ich muss mein zweites Heil-Item einsetzen. Oh, Leute, das wird spannend jetzt. Ich kann ja immer noch tauschen, nur für... Ja. Wer tauscht, verliert Grand. Haben wir abgemacht. Genau, jedes Mal, wenn man Pokémon tauscht, verliert man jetzt einen Punkt. Ich habe ja keine, deswegen kann ich ruhig tauschen. Ja, yay, Buffy ist nicht mehr verwirrt. Und dann wird sie vom Smogon hoffentlich die Explosion auch wegstecken. Sie hat ja eben auch überlebt. Trotzdem eine Frechheit, dass sie alle Explosionen können. Wie soll ich meine Pokémon trainieren? Weiß ich nicht, ich habe mich jetzt geheilt in der Zwischenzeit. Schon so ein kleiner Pro-Gamer in dem Spiel. Ich jetzt, oder was? Ja. Oh, er macht bei mir Schlammbad. Er will nicht explodieren. Mach mir lieber 3 Schaden und du stirbst dann. Das ist doch nett. Smogon wurde besiegt. Und Buffy erhält Erfahrung. Ups, Brüder, ich hab versorgt. Alles klar. Wobei hat Eisen gefunden. Bruder vor Luda. Den Typen hier, den spreche ich gleich an nächste Folge. Alles klar, ich gehe mich gleich noch heilen, Leute, und wir sehen uns dann morgen wieder hier im Team Rocket HQ. Nee, Silvescope-Gebäude eigentlich. Haut rein! Tschüss!